Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner 13. Ausgabe von Was ist los auf meiner Farm in Farmerama und Sonstiges. Ja, wie es einige von euch bemerkt haben oder vielleicht wie auch immer erkannt haben, war vergangene Woche nicht meine Ausgabe, es ließ sich ausfielen, weil ich einfach vergangene Woche oder vergangenes Wochenende, besser gesagt, einfach nicht die Zeit hatte, das zu machen. Und da dachte ich mir, das bringt sich dann nichts mehr, wenn ich es dann zwei Tage später noch mache. Also das bringt sich nichts mehr. Darum ließ ich es einfach mal ausfallen. Ich hoffe natürlich, es ist nicht so schlimm. Und ihr könnt das verstehen. Ja, genug gelabert. Fangen wir jetzt an mit den harten Fakten und Tatsachen. Zuerst, was auf meiner Farm los ist. Ja, natürlich einerseits das Event. Wie weit bin ich denn? Schätze ich, waren sie noch immer grüne Trauben an. Hier kleine Felder. Was habe ich hier? Hier habe ich auch kleine Felder. Dinkel, sehr schön. Ja, schnell Weizen drauf. Okay, machen wir schon. Auf Bahama habe ich gemischt. Tiere stehen. Kleine Felder und Bäume. Und auf einer wilden Wiese habe ich auch nur kleine Felder plus meine Duftbäume, aber langsam werde ich die dann auch wieder wegstellen. Ich habe sie nur aufgestellt, weil ich dennoch recht wenig habe und weil damals ja dieses russische Hühner-Matroschka-Event, ich weiß nicht mehr wie es heißt, war, habe ich ja sehr, sehr viel Parfüm, hatte ich fast gar keins mehr. Da dachte ich mir, das stocke ich mal auf und jetzt habe ich hier schon 3671. 4000 oder werde ich es dann noch machen und dann wandern die Duftbäume wieder ins Inventar. Ja, okay. Dann, ja, wurde ich gefragt, ob ich mal mein Handwerk zeigen könnte. Und da habe ich jetzt hier was Schönes. Ja, Alchemist mache ich so gut wie gar nichts mehr. Ich kann es mal zeigen, wie viel Zutaten ich habe. Ich habe nämlich, man sieht, kann da erkennen, was ich mache. Kräuterelixiere 1346 mache ich recht wenig, fast gar nichts mehr. 1051 Alraunen, auch nichts mehr. Bei Florist mache ich noch was, Gelierzucker, Marmeladier und beim Bäcker. Da bin ich richtig aktiv, bei den Restlichen zwar nicht. Ich bin weiterhin Stufe 1. Es ist mir einfach nicht wert, der Alchemist, der hat einfach nichts, der bringt sich nicht recht viel, der ist sehr ineffektiv, auch mit den Bonus, die sind richtig kacke, wenn man das jetzt sagen darf. Mensch. Also da fehlen mir noch Weiß, was weiß ich, 59 beim Bahamas Bar Manager, der würde so sich ein bisschen mehr lohnen. Bin aber auch sehr ineffektiv hier. Hab in Stufe 2, jetzt fehlen mir noch, habe 1045 von 9000. Beim Bäcker Stufe 3 mit 14.529 Punkten und 40.000. Beim Marmeladier habe ich knapp 8.745.000. Und beim Florist bin ich Stufe 2, aber ihr seht gleich Stufe 3. Und das mache ich dann gleich mal mit euch, wenn es sich ausgeht. Müsste ich hier ausgehen. Ich zack. Ja, das habe ich. Okay, jetzt können wir nur sowas, just for fun. Florist Handwerk 4. Was haben wir da? Sonnenblumen. 100 Sonnenblumen. Ach Gottchen, das habe ich ja nie zusammen. 30 Dünge habe ich auch. Zwei Farbpaletten ebenfalls. Bekomme ich einen Blumenstecker, ein bisschen EP. Das habe ich wieder nicht. Ach, kacke. Okay, jetzt müsste ich das. Komm. Das habe ich beisammen. Was ist die nächste Stufe? Nee, nicht schon wieder. Wie viel habe ich? Okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe nur zwei Blumendraht um einen Hochzeitstopf hier. Blumentopf, lösen. Blumentopf. Herzustellen brauche ich aber 20 Blumendraht, das kann ich leider jetzt ja nicht mit euch machen. Schade eigentlich. Hätte ich euch gern gezeigt, wie ich Stufe 3 komme. Ja, sonst ist nicht viel los auf meiner Farm. Es ist immer alles beim Alten. Drum gehen wir in den News-Teil
über, würde ich sagen. Und zwar greife ich noch ein paar kurze, die wichtigsten Infos der vergangenen Woche auf. Die habe ich ja nicht gezeigt, habe ich noch nie was gesagt. Und zwar waren das einfach, dass die Wilde Wiese, ich glaube, ich habe es noch nie gesagt, jetzt angepasst wurde im gleichen Design. Sieht man jetzt hier alles vom Hintern, wie man hier sehen kann, von hinten und hier von vorne. Kann man hier sehen, die Wilde Wiese dann. Ja, was halte ich davon? Ich finde es natürlich viel, viel besser. Es sieht viel schöner aus, es ist realistischer. Hier mit diesem Boot, wow, das sieht alles richtig, richtig klasse aus, finde ich. Also, 10-mal besser, würde ich sagen. Da kann ich nur ein Plus geben, also das sieht jetzt wenig sehr schön aus. Dann kann man jetzt hier derzeit noch bei einige Sachen in der Beta testen. Könnt ihr euch ja selber dann anschauen, oder ich zeige es auch mal gleich hier. Okay, jetzt gehen wir hier in die Beta rein, da müsst ihr einfach nur in der Adressleiste hier anstatt von Game entfernen und Beta eingeben, ganz simpel, damit kommt ihr hier hin und da könnt ihr, wenn es ausladen würde, verschiedenste neue Designs testen oder euch einmal ansehen, wie es jetzt aussieht. Schlaf. Komm, 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 komm. Na? So, man merkt schon deutlich, die Beta ist ein bisschen langsamer. Und zwar, sieht man das jetzt hier gar nicht mehr? Okay. Komisch. Normalerweise müsste man das jetzt sehen. Ich habe auch Beta eingegeben. Okay, dann ist es anscheinend jetzt hier wieder weg. Na, jedenfalls konnte man das testen. Sagen wir mal, man konnte. Leider konnte ich euch das nicht zeigen, aber ich denke mal, das wird dann auch ins Spiel kommen, weil das hier alles noch altes Design ist und das wird dann wohl weggehen. Ja, dann war noch, was war noch vergangene Woche Wichtiges? Ja, einen Bonuscode gab es für die Katzenwoche, da hieß Garfield. Garfield, Katze. da bekam man, was bekam man? 10 von diesen Plüschmäusen und 3 Sternchen und sonst nichts. Dann gibt es jetzt ja auch einen neuen Farmarama Trailer. Und zwar kann man den ganz einfach sehen auf der ganz gewohnten Startseite Farmarama und hier ist er, der Trailer. Wenn man hier anklickt, jetzt müsst ihr nicht alles sehen. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also gibt es einen neuen Trailer. Ich finde ihn definitiv viel schöner. Sehr gelungen. Könnt ihr unter Kommentar schreiben, wie ihr ihn findet. Habt ihr ihn euch schon angesehen? Wenn ja, wie findet ihr ihn? Und dann ja noch vom letzte Woche war am Sonntag das Polen-Event 2012 und der polnische Unabhängigkeitstag. Ein ganz simple Ein-Tag-Quest war das. Wieder mal ein schönes Event zur Abwechslung, wo man einfach nur allgemeine Sachen abgeben musste. Und ich habe ja schon gesagt, es kommt wieder Event-Vergleich. Polen-Event 2012 im Check gegen 2011. Das wird dann heute noch kommen, vielleicht spätestens morgen. Das verlinke ich dann auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne reingucken, wenn ihr Lust habt. Dann anschauen. Dann ist am Montag was, glaube ich, ist dann das Portugal, das Weinfest, portugiesische Weinfest gestartet. Wie das funktioniert, habe ich auch ein Video schon gemacht, verlinke ich euch auch unten. Und zwar bin ich, wie weit bin ich? Ich habe hier, ich stress mich ja nicht, geht jetzt hier noch, wie lange geht es noch? 50 Stunden. Und ich habe noch 3 Stufen vor mir, ich versuche noch das letzte Item zu bekommen. Den Holunderbaum brauche ich nicht, da habe ich über 10, glaube ich, oder so. Also es geht schon voran. Es geht schon voran. Den Weinausschank möchte ich noch bekommen. Ja, ich freue mich auf die Items. Das Event gefällt mir eher nicht, so muss ich sagen. Meine Meinung. Dann, was gab es noch News Technisches? Gehen wir mal auf Farmarama Book. Ja. Und zwar gibt es immer noch. Ja, könnt ihr bis zum 1. Dezember 2012 logischerweise beim Poster Shop Dingi da 30% sparen beim Farmarama Shop. Ja. Für mich sinnlos, ich mach's eh nicht, aber wenn es ihr macht, könnt ihr es gerne machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es macht. Und ob ihr das macht, wie gesagt. Ja.
Dann kam das neue Farm Wheel, oder besser gesagt, das neue Design des Farm Wheels. Am Mittwoch, glaube ich, jetzt hier online. Ich schiebe sie wieder ein bisschen rüber, ja, dass man sieht. Und zwar findet sich immer noch an der gleichen Stelle. Das von außen hat sich nicht verändert, aber von innen hat sich einiges getan. Und da gehen wir mal rein zum Farm Wheel. Und zwar sieht es jetzt hier so aus. Ich habe mir extra zwei Freidress aufgehalten, dass ich euch zeigen kann. Und was ist jetzt hier der Unterschied? Es ist ganz klar mal, die Bläschen sind unübersichtlicher geworden, finde ich. Weil, wo sieht man dann die Hauptgewinne? Hier sieht man nur noch ziemlich gleich groß. Sonst, ja, der Hintergrund, einfach neues Design. Ich finde es schön, also ich finde es recht schön. Ich finde es besser geworden, muss ich ganz ehrlich zugeben. An den Gewinnen hat sich leider nichts getan. Da war mein Bieter auch mit Tulpgulden-Gewinne, aber da ist nichts gekommen. Also die Gewinne haben sich nicht geändert. Was noch zusätzlich sehr gut ist, im Gegensatz zum alten, kann man jetzt über 5 Freidrehe haben. Also man kann zum Beispiel 12, 13 Freidrehe sich kaufen, die dann abwheelen. Und beim alten konnte man das nur mit 5 machen. Also das finde ich definitiv sehr gut. Unter Drehmemann würde ich sagen, es ist eigentlich das gleiche Prinzip jetzt hier. Einfach hier auf diesen fetten Button, den man nicht übersehen kann, drehen. Dann zack. Traktor fährt hier wieder weg. Und das sind 4 Superdünger. Und dann geht's gleich rauf. Also wie gewinnt man das Beste, was es gibt? Unglaublich, 4 Superdünger. Unfassbar. Bisschen übertrieben ist das schon. Aber egal. Sehr schön. Und oder man kann, hat natürlich auch die Möglichkeit, im zweiten einfach hier auf schnell, zack. Und dann ist's noch einmal ein Freidreh. Ja, klasse, dann kann man es gleich, können wir da gleich noch mal drehen. Wenn wir hier drauf gehen, dann sieht man, müssen wir nur alles sehen. Ein Freidreh. Tooltip? Nicht. Okay. Lassen wir ihn wieder ausdrehen. Kuhmilchbaum, das wär's jetzt, ne? Und Langosch, juhu, juhu. Ist hier nicht der Oberknaller. Jetzt sieht man hier das Tooltip, einmalig 57 Bahamarama EP bringt es. Das ist am Mittwoch gekommen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie euch das neue Design vom Farm Wheel gefällt, ob ihr das alte besser findet. Oder das neue, oder auch gar keins, oder beide gleich. Schreibt's unter die Kommis, würde ich sagen. Jo. Dann gab es am Donnerstag ein paar Probleme, glaube ich, mit dem Login-Bonus da, mit dieser Oma Wolle Boom da. Gab es ein paar Problemchen. Und da ist, glaube ich, immer der Flash-Player oder so abgestürzt, wenn man da hineingegangen hat. Das wurde dann ja schnell wieder behoben. Ich habe da aber nichts mitbekommen. Juhu, Gott sei Dank. Also kein Problem. Dann gab es eine kleine Änderung, was den Urlaubsmodus, Bonus, keine Ahnung, betrifft. Und zwar, wenn man ihn aktiviert, bleibt man beim täglichen Login-Bonus auf der gleichen Stufe. Allerdings, glaube ich, muss man dann einen Tag danach, wenn der wieder deaktiviert ist, sofort reingehen, sonst ist man wieder auf der Ni die Stufen niedriger. Aber ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich glaube, news-technisch jetzt hier fällt mir auch nichts mehr ein, was los. Ach ja, Blödsinn. Natürlich die Wochenendaktionen hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar der Mega-EP-Day wieder von gestern von 10 Uhr bis heute um 11 Uhr, glaube ich. Weil jetzt ist ja schon aus. Ja. Und der Stahlmeister geht noch bis Montag um 11 Uhr. Und da könnt ihr, es gibt wieder einen neuen Stall, und zwar ist es diesmal von der Krähe die Werkstube. Ich habe ja auch ein Video darüber gemacht, was ich bekommen habe. Dieses verlinke ich euch auch unten. Mein absolutes Highlight steht auf mein Hauptaccount, und zwar der Adlerstall. Nur mein absolutes Highlight, weil die 4 restlichen nur gelbe Stelle waren oder sonstiger Mist. Außer natürlich an meiner Projektfarm, da war es unfassbar, da glaube ich es jetzt noch nicht, was da abgelaufen ist. Das wäre natürlich Hammer Gewinne zum Verlosen dann. Da freue ich mich schon drauf. Auf die ich glücklich machen kann da mit den Gewinnen. Unter anderem die neue Werkstube von der Krähe. Können wir mal gucken, ob das hier schon bringt dir einen Schmuck in 24 Stunden. Mal schauen, ob das hier bei Erzeugnisse schon ist. Okay, ist noch nicht eingebaut worden. Wird der
wird natürlich am Anfang sehr hoch sein. Schätze ich mal, oder wird so sein. Jo, News, was gibt's nicht mehr eigentlich? Was in dieser Woche oder ein bisschen was in der vergangenen Woche passiert ist? Was will ich noch sagen? Ja, gerüchtemäßig gibt's ja einiges, und zwar soll ja, ich habe einige Videos gemacht, und zwar einerseits das Deutschland-Event wird wohl kommen. Aber mal auf Famarama Buckets hier. Unglaublich viele Bilder, könnt ihr immer hier schauen, hier neue Bilder. Aber das ist ja nicht Deutschland-Event, sondern die Kükenstube soll jetzt hier dann eingebaut werden, ein paar Bildchen. Wann weiß ich nicht, ein Deutschland-Event. Hier ein paar Bildchen für euch. Von den Items, wieder zwei Eventpflanzen. Ja. Juhu, wieder zwei Eventpflanzen. Was gibt's gerüchtemäßig sonst? Ja, das Eichhörnchen soll das neueste Design bekommen. Ich habe einige Videos gemacht, die verlinke ich euch dann alle in der Videobeschreibung. Also es lohnt sich zweifelsohne in die Videobeschreibung reinzugucken. Da gibt's alle Infos, was ich gesagt habe, etc. Ja, also newstechnisch könnt ihr einfach in Videobeschreibung schauen, was fällt mir noch rein. Der Adventskalender, Eichhörnchen. Dann habe ich irgendwie neue Krähenstelle. Nein, das war nur die Werkstube dann. Ich dachte, das wird die rote Upgrade, aber es ist die Werkstube geworden, so der Krähenhort oder wie es heißt. Sieht man hier irgendwo hier. Sieht ja so aus, der Krähenhort. Ja. Dafür benötigt ihr ein Krähenfutter, zwei Krähen. Bringt einen Schmuck. Jetzt, ich habe mir, ich denke, Krähezucht, ja, ich bin gespannt, ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt sie fix, jetzt kommt sie hundertprozentig, jetzt kommt auch noch eine Werkstube. Jetzt gibt's, also ich weiß nicht, ob die noch kommen, es soll einiges kommen, ja, es wird wirklich einiges kommen. Welches Tier das nicht der Zuchttier ist, da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten. Sollen ja alle Tiere jetzt hier nur ein Design bekommen, es kann ja von der Zucht jetzt wirklich eigentlich nur sein, was bleibt von Erzeugnissen übrig. Na, einer natürlich der Truthahn, habe ich auch schon ein kleines Bildchen von neuen Design, warte mal kurz. Und zwar ist es dieses Bildchen hier vom Truthahn, das ein neues Design bekommen soll. Und man sieht hier Mais, Maniok und Lavendel, was das jetzt damit zu tun hat. Das weiß ich nicht, vielleicht auf Sicherheit ein bisschen Mais, Lavendel und Maniok anpflanzen, man weiß ja nie. Hier ein bisschen größer machen, hahaha. Ja, definitiv sieht er viel besser aus, der Truthahn, da sieht man jetzt hier unscharf, ist schärfer. Definitiv besser aus, es soll ja Truthahn neues Design, Eichhörnchen neues Design, der Esel neues Design. Also, unglaublich. Okay, da bin ich wieder. Wo waren wir eigentlich hier, was noch Zuchtdesign, also Truthahn mit Farbpalette könnte bei der Zeugnis noch überbleiben. Es bleibt ja nicht mehr so viel, ja. Und bleibt noch Biene, glaube ich, weniger. Obwohl ich gegen Bienen nicht zette mit 660 Honig, was ich da besitze. Und sonst noch die Fischzucht mit den Koi könnte gut sein. Glaube ich aber auch nicht als nächstes. Strauß könnte ich mir gut vorstellen. Weil den sieht man ja schon jetzt hier auch bei den neueren Items. Bei Weinstamm sieht man das neue Design vom Strauß. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Von den Tieren jetzt hier sonst noch Esel wird gemunkelt. Natürlich die Ente, habe ich völlig vergessen. Also man weiß ja nie, also da kann ja alles passieren. Ich hoffe, der Esel bekommt bald mal ein neues Design. Der sieht ja Katastrophe derzeit aus. Ich finde, das ist das hässlichste Tier derzeit, welches existiert. Aber der neue Esel, der sieht richtig genial aus. Also der sieht hammergeil aus. Aber der derzeitige ist eine einzige Katastrophe in sich. Ja, das war's jetzt hier mit gerüchtemäßig und sonst noch Sonstiges natürlich. Und zwar, einerseits natürlich, ist es euch schon aufgefallen, wieso mein Handwerksgewinnspiel Nummer 14 weg ist. Und zwar hat das einen einfachen Grund. Den werdet ihr allerdings erst morgen erfahren. Da könnt ihr euch freuen drauf. Das sage ich euch einmal definitiv. Da könnt ihr euch freuen drauf und gespannt drauf sein, was damit zu tun hat. Ja, sonst noch Sonstiges. Ganz interessant. Natürlich die Gewinnspiele. Ich würde euch jetzt raten, ich sag's Woche für Woche, ich hab's vorige Woche gesagt, ich sag's in allen meinen, vorige Woche hab's nicht gesagt, aber ich hatte ja keine Ausgabe, ich hab's in allen
Ausgaben gesagt, das große Stallmeister- und Setzlingsgewinnspiele da macht mit, solange es noch geht. Aber der Gift und Trade, der kommt und kommt und kommt und kommt und kommt ja einfach nicht. Verlinke ich euch natürlich auch alle die Gewinnspiele. Aber jetzt das Spannende ist noch, und zwar das Interview mit Elisa Dolitzle und Derbes. Das ist ganz interessant. Bei Famarama Book. Und zwar greife ich jetzt hier das Wichtigste heraus. Und das Spannendste. Könnt ihr euch alles nachlesen. Der Link natürlich in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Und zwar, was ist das Spannendste? Einerseits wurde gefragt, viele Spieler wünschen sich eine extra angefertigte Farmfläche für die Events, welches nur bei den Events dann hier ist. Dafür sind keine konkreten Pläne geplant. Also da gibt es jetzt hier nichts Vortressiges. Dann, ja, das Sticker-Album, das hatte ich auch mal vermutet, eine Funktion bekommen. Und zwar ist es bereits geplant, seit längerem geplant, aber es ist noch nichts Genaues definiert. Und das wird erst im nächsten Jahr dann angegangen. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Sonst ja wünschen wir uns mal wieder Events ohne Eventpflanzen oder versuchen, es abwechslungsreich zu machen. Ja, ich hoffe, das ist dann einmal abwechslungsreich, weil die Terrorpflanzen weitgehend zu vermeiden jetzt einmal, das wäre schon mal ein Ziel. Oder mal, wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, einmal ein anderes Konzept wieder reinbringen. Ja, like Hühner-Russland-Event. Ja, das war, die Idee war super. Die Ausführung mit Züchten fand ich auch richtig klasse. Also da könnte man sich wieder was ausdenken, was das betrifft. Dann, was ist hier noch spannend, und zwar, wenn man auf Famarama aufsteigt, dann bekommen die Nachbarn einen Bonus, aber bei Famarama ist nicht so. Da wird es, die Insel wird generell überarbeitet. Aber das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Dann wünschen sich einige Spieler einen Koch als Handwerksberuf, der ist nicht geplant. Es wird noch ein bisschen dauern. Sie versuchen lieber die existierenden Berufe zu erweitern, sprich neue Rezepte, neue attraktivere Sachen einzubauen. Finde ich auch gut. Dann bemängeln ja einige, die nur die kleine Anpflanzfläche für die Gruselnacht, und da finde ich gut, wenn sie das lassen würden. Und das lassen sie auch so, weil das ist ja was Spezielles, das kommt ja alle Monate und da muss man richtig ackern dafür, ja, da muss man richtig reinhauen, richtig alles geben, um die Sachen zu bekommen. Das soll sie auf jeden Fall so lassen und das gefällt mir auch so. Sonst ja, Famarama App wird dann auch noch ein bisschen dauern, bis da mehr kommt. Ja. Dann den Markt noch ein bisschen konkret erweitern, vielleicht mit Moospenny Sachen wieder. Ja, was gibt's noch Wichtiges? Und zwar wird ja gewünscht, dass endlich mal auf Famarama ein Zuchttier kommt. Sprich Papagei, Elefant, was auch immer. Aber das ist vorerst einmal nicht so geplant. Da wird man wohl auch warten müssen, jetzt hier, bis das neue Famarama endgültig überarbeitet wird. Aber das wird auch noch dauern. Gleich wie das Wettersystem, das wird sich auch noch dauern. Weil man sich mehr als konzentriert auf Famarama und auf das neue Farmhaus oder zum Ausbau. Dann ja, was haben wir hier? Dass Famarama überarbeitet wird, das habe ich ja schon gesagt, da wird noch viel kommen, können wir freuen und sonst ja bedanken etc. Also das sind schon sehr interessante Sachen, das könnt ihr euch alles nachlesen hier auf famaramabook.de, der Link natürlich in der Videobeschreibung. Sonst gibt es sonstiges nichts mehr. Eigentlich, das war's mit meiner 13. Ausgabe. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen, dieser kleine Wochenrückblick. Es ist ja ein kleiner Wochenrückblick eigentlich. Jo, das war's eigentlich jetzt hier. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns dann wiedersehen in einem Videos. Und schreibt, wie ihr meine Ausgabe gefunden habt. Und wie ihr die Neuerungen fandet diese Woche, die schlechte.